Hallo, mein Name ist Doris Pichler und ich zeige euch heute, wie man so eine Klappschublade bastelt. Ich beginne mit einem Farbkarton mit den Maßen 21 x 14,8. Das genaue DIN A4 Papier in der Mitte auseinandergeschnitten und falze rundherum bei 3 cm. Dann das Ganze falzen, alle Linien falzen. Und die Falz auf der Rückseite einschneiden. Und zwar schneiden wir die beiden Falzlinien auf der längeren Seite bis zur ersten Falzlinie ein. Einmal rechts der Falzlinie und einmal links und bis zur Mitte der Querfalz hineinschneiden. Dann die verbliebenen kleinen Stücke herausschneiden. Am besten hier gerade anlegen die Schere, dann kann nichts passieren, dass man was Falsches rausschneidet. Genau hier anlegen und schneiden. Und auf der gegenüberliegenden Seite machen wir dasselbe noch einmal. Und jetzt kann ich meine Schublade schon zusammenkleben. Die beiden Klebelaschen hereinklappen und Kleber draufgeben. Hochziehen und ankleben. Darauf achten, dass hier der obere Rand gerade ist und dass es hier genau abschließt. Dann entsteht genau ein rechter Winkel. Mit dem Falzbein die Klebelasche nachfahren, damit sich der Kleber richtig gut festigt bis in die Ecken. Und auf der anderen Seite noch einmal. So, unsere Ecken stießen jetzt genau ab. Wenn man schaut, steht da nichts übrig. Also müssen genau, wenn es hier genau gerade abschließt, dann stimmt auch hier der Winkel. Also darauf achten beim Zusammenkleben. Jetzt werde ich hier noch auf einer Seite die Schublade verstärken. Dafür habe ich mir einen Farbkarton mit den Maßen 3 x 8,8 cm ausgeschnitten und das klebe ich jetzt hier vorne noch einmal auf einer Seite über die Lasche drüber. Jetzt markiere ich mir hier die Mitte und zwar habe ich da 4,45 mm. Also mit einem Geodreieck sieht man eh sehr schön, wo die Mitte ist. Und mal anzeichnen. Dann nehme ich einen Stanz, eine Kreisstanze mit einem Zoll Durchmesser und lege mir das genau hier herein. Von hier aus stecke ich so weit rein, wie ich es nur kann. Dann bin ich schon mal hier gerade und dann schaue ich, dass es rechts und links auch passt und dass dieser Punkt, den ich mir bezeichnet habe, in der Mitte ist und stanze mal durch. Man muss ein bisschen fester tun, weil es zwei Farbkartons sind, aber wir brauchen wirklich hier die verstärkte Lasche her vorne. Wenn es sich dann nachher noch mehr ausdehnt, wenn wir es nochmal probieren, kann man innen auch nochmal Designpapier oder noch einmal einen solchen ganzen Karton reinkleben. Also man kann immer noch einen Karton dann reinkleben. Falls das zu schwach ist, da können wir innen nochmal reinkleben und die Stanze nochmal anlegen. Das wäre jetzt einmal die Lade. Jetzt machen wir die passende Hülle dazu. Dafür nehme ich mir einen Farbkarton mit den Maßen 25 x 15 cm und falze bei 3,1 bei 12, bei 15,1 und bei
24. Die Linien kann ich mir auch gleich jetzt wieder falzen. Und ich lege mir das jetzt so her. Hier ist meine schmale Linie auf der Seite, also die schmalere Klebelasche. Und hier ist das etwas breitere Teil, das hat 3,1 cm. Ich lege mir es genau so her, wie bei meiner Vorlage. Also die Vorlage, die könnt ihr aus euch ausdrucken. Ich lege immer meine Sachen genau so her, wie ich die Vorlage habe und arbeite danach. Hier an dieser Stelle muss ich jetzt für den Mechanismus ein Loch ausschneiden, das die Maße 4,3 x 9,3 ungefähr hat. Ich habe deswegen das genommen, weil ich hier eine Stanzform habe, die genau diese Größe hat und die genau hierher passt. Dieses Titelbild hat die Maße 8,9 x 12 cm. Darauf das Designpapier hat 11,5 x 8,4. Man kann da auch ein weißes Blatt drauf geben und ein Motiv drauf platzieren. Also das kann man gestalten, wie man will. Ich lege mir jetzt mein Titelbild so drauf, dass ich hier genau an den Falzen das anlege und oben an der Kante. Und dann mache ich mir hier unten eine dünne Bleistiftlinie, also so, dass ich das auch wieder ausradieren kann nachher. Also das ist jetzt nur zum Platzieren für den Ausschnitt. Ich nehme also jetzt meine Stanze. Ich schaue jetzt, die schneidet genau in der Mitte. So lege ich es mir auch hier an, dass ich diesen Balken hier in der Mitte habe. Und gleichmäßig weit rechts und links entfernt. Ich nehme jetzt einmal Post-it und fixiere mir das, so wie ich es mir vorstelle. Und misst dann aber zur Vorsicht noch einmal nach. So. Sollte auf jeden Fall gerade sein. Also lege ich hier mal an. Sind es rechts und links 2 cm rein und hier hoffentlich auch. Ja. Also das passt perfekt, so wie es jetzt ist. Und das werde ich jetzt so durch meine Stanzmaschine kurbeln. Jetzt werde ich das Ganze vorsichtig ablösen. Auch hier beim Kleber aufpassen, ganz langsam nur abziehen. Perfekt. Den Bleistiftstrich können wir gleich ausradieren. Moment, den habe ich wieder reingeworfen, den Radierer. Ups. So, also Bleistift gleich ausradieren. Das ausgestanzte Teil werde ich mir für ein anderes Projekt aufheben. Das hat nämlich da schon so bestickte Ränder und schaut sehr schön aus. Fällt mir sicher noch was eins dazu. Für den Mechanismus benötige ich einen Farbkarton mit den Maßen 18 x 4 cm und gefalzt habe ich bei 3 und bei 9 cm. Das Ganze gleich mal nachfalzen. Ich nehme jetzt meine Hülle wieder zur Hand und drehe sie um auf die linke Seite. Ich gebe hier etwas Kleber drauf, nicht ganz zum Rand, man sieht eh, wie breit der Mechanismus ist. Also Kleber nur hier dieses Stück anbringen und dann hier drauf kleben. Unten bündig und hier rechts und links gleich viel Rand lassen. Also da bleibt rechts und links ein paar Millimeter Platz. Und so klebe ich es herein zur Kontrolle. Das da oben schließt beinahe ab. Also es ist eine Spur breiter. So sollte es genau sein. Jetzt kann ich meinen Teil schon zusammenkleben. Das heißt, ich klappe hier die äußere Klappe herein, gebe hier auf die Klebelasche den Kleber drauf und klebe zu. Mit dem Falzbein drüber, damit sie das schön verbindet. Und
Jetzt noch einmal in die andere Richtung, damit es wirklich schön gerade ist. Und umdrehen. Den Mechanismus holen wir jetzt da raus. Einmal das erste. Wie links nochmal her, das habe ich jetzt nicht dran gedacht. Wir legen es jetzt nochmal so her. Dann nehme ich das Falzbein zur Hand und fahre hier genau entlang des Randes und ziehe das hier hoch. Gut. Dann nehme ich meine Lade zur Hand. Darauf achten, dass der ausgeschnittene Teil hier rechts ist. Und ich schiebe jetzt das Ganze hier, die Schublade, in meine Hülle hinein. Und nicht ganz, nur zur Hälfte. So. So, hier ist jetzt meine Lade zu sehen. Dann gebe ich hier auf die Unterseite, also dieser Mechanismus, den wir hier gemacht haben, diese 3 cm Lasche, die biege ich nach oben und gebe Kleber drauf. Dann klebe ich es von oben hier in, also außen praktisch dann drauf, auf diese Ladenteil, von der drunter liegt. Ich schiebe das jetzt noch ein bisschen zurecht, dass das da mittig ist. Mal runternehmen. So, nicht so ganz, wie ich es vorstelle. Upsa, noch mehr kleben. Also jetzt den Kleber hier auf, außen drauf geben, also auf die Lasche und hier nach unten auf den Ladenteil kleben. Darauf achten, dass das wieder schön mittig ist und es schließt dann unten genau ab hier. Also so weit reinstecken, das sieht man so, ja, also und hier wird es festgeklebt. Nochmal mit dem Finger reinfahren, damit es auch wirklich schön gerade ist. Und dann schiebe ich das Ganze zurück. Jetzt an der Stelle fangt es ein bisschen zu biegen an, aber es geht ganz leicht drunter, ein bisschen noch anschiebt und dann sollte es komplett flach sein. Jetzt ziehe ich es wieder auf. Und jetzt klebe ich hier mein Titelblatt drauf, mein Titelbild. Das heißt, Kleber auf die Lasche hier vorne. Titelbild nehmen und hier anlegen. So, dass wirklich hier unten ist. Eventuell von unten noch raufschieben, dass das, der Mechanismus selber nicht mehr sichtbar ist. Also, ich gebe es genau hier in die Lasche hinein, dass da vom Loch dann nichts mehr zu sehen ist. Das ist nur mehr das Stück als Stepplinie zu sehen. Und wenn wir jetzt genau gearbeitet haben, was wir hoffen, ich mache es noch ein bisschen weiter auf, damit ich da andrücken kann. Und jetzt mit viel Glück passt auch alles wieder zusammen. Mein Titelblatt legt sich runter und tatsächlich hier schließt das ideal genau ab. Dann kommt da noch ein kleiner Spruch drauf. Ich schaue mir, ob das von den Maßen her genau passt. Jawohl. Und zwar hat dieses Spruchteil eine Größe von 8,5 x 2,3 cm und das klebe ich mir hier jetzt hier. Rundherum gleichmäßig Platz lassen. So. Und jetzt ist unsere Klappschublade fertig. Ich ziehe noch mal an. Wir haben es deswegen verstärkt, damit man wirklich, es hat ein bisschen einen Zug am Anfang, damit es nicht einkippt. Man kann auch noch einmal von innen ein zweites reinkleben und
aus, dann nochmal mit der Stanze drüber gehen, dann ist wirklich noch fester. Und hier ist jetzt wieder ausreichend Platz für kleine, ein paar Kleinigkeiten, die man verschenken will, oder auch Platz für unser nächstes Projekt, das wir machen werden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns später. Ich bin gespannt auf eure Werke.